Yo, moin Leute und herzlich willkommen mal zu einem etwas anderen Video. Ich weiß nicht, ob ihr Bock habt, solche Videos euch mal anzuschauen, aber ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt öfters mal ein paar Videos von irgendwelchen nicen Apps auf, also irgendwelchen nicen Spielen, ja, die man einfach mal so zwischendurch zocken kann, wie zum Beispiel Temple Run 2. Dazu muss ich sagen, bitte sagt jetzt nicht, ich bin ein Kind oder so, mir bringt Temple Run 2 immer noch Spaß. Ich habe es echt lange nicht mehr gezockt. Aber dann habe ich gemerkt, mein Spielstand ist auch auf meinem iPhone 7 mit drauf. Mit meinem Rekord von 29 Millionen. Also da habe ich mich gefreut, dass er das irgendwie ohne Backup übertragen hat. Ich dachte mir ganz ehrlich, man kann ja einfach mal so ein paar Spiele bringen und Temple Run 2 ist ja auch... Minecraft wird nicht unterdrückt und Pokémon Go auch nicht, bitte versteht das nicht falsch. Ich möchte nur, wie gesagt, ab und zu mal so ein paar Games bringen. Hätte ich mal Bock drauf. Und ja, wir spielen hier Usain Bolt. Und der hat eine Weihnachtsmütze auf, lol. Power-Ups, wie man sieht, habe ich hier den Bolt aktiviert und habe hier auch schon eine ganze Menge hochgepowert. Hab aber kaum noch Münzen und auch kaum noch Gems, also Diamant. Ich glaube, die hat er nicht gespeichert, weil das war komplett auf Null, als ich jetzt wieder angefangen habe. Und ich dachte mir, komm, wir zocken mal in der uns altbekannten Sky Summit Map. Und es geht auch schon los. Ich bin einfach mal gespannt, wie weit ich komme. Also ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, dass ich öfters mal solche irgendwelche anderen Apps mal bringe. Würde mich echt mal sehr interessieren. Ja, ich bin mal echt sehr gespannt. Das ist immer, fordert immer hohe Konzentration. Und yeah! Nice, perfekt. So. Also ich bin echt schon, ich habe da echt schon das Spiel gesuchtet wie sonst was. Das kann mir kein Mensch glauben, ey. Oha, ein Gem, wie nice. Boah, habe ich schon ewig nicht mehr gefunden. Boah, ich bin echt mal gespannt, wie weit ich komme. Ich habe das ewig nicht mehr gezockt. Ich habe es letztes Mal wieder angezockt, bin glaube ich auch schon wieder irgendwie auf ein paar Millionen oder so gekommen. Ich glaube auf 13 Millionen oder so, da habe ich auch richtig intensiv wieder gezockt einmal. Aber ich dachte mir, so nach langer Zeit kannst du einfach mal ein Video drüber bringen. Ich meine, warum nicht? Ist mal was anderes als Minecraft. So, boah, oh nein, ich habe den nicht gekriegt, den Gem. Oh, schade, 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 schade. So. Ja, toll, das war jetzt auch nicht so ganz so schlau von mir. Jetzt habe ich die ganzen Coins eben nicht mitgenommen. Jawohl, nice, perfekt, endlich. Geil. So. Wir sind schon bei fast einer Million, glaube ich, ne? Kann das sein? War das knapp. Das war aber auch knapp. Nein, ich habe die Kiste nicht gekriegt. Ich habe die Truhe nicht gekriegt. Schade, schade, schade. Boah. Mist, das ist jetzt aber ärgerlich. Ich glaube, ich bin schon bei einer Million. Kann das sein? Ich kann das gerade nicht. Man kann das auch immer gar nicht so erkennen, wenn man dann zockt. Weil man muss sich ja konzentrieren, dass man immer hier nicht runterfällt und so. Das wird ja auch immer schneller, glaube ich, ne? So, haben wir schon mal den Magnet aktiviert, das ist sehr gut. So. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Da kommt eine Truhe. Ah, oh, wieder nicht gekriegt. So, ein Mist, das ist aber ärgerlich. Das ist aber sehr ärgerlich. Boah. So, mal schauen. Und da haben wir schon unseren nächsten Usain Bolt Boost. Und einen Gem verpasst. Boah, also so ein Diamant. Das ist aber schade. Aber es ist mal wieder richtig geil, Alter. Nach so langer Zeit, ich habe echt ganz, ganz lange keinen Temple Run mehr gezockt. Es bringt mir immer noch so viel Spaß. Das ist unglaublich. Mal wieder nach so langer Zeit das zu zocken. Boah, da freue ich mich ja gerade mega. Vor allem, dass ich immer noch am Leben bin. Joho. So. Alter, das war jetzt aber... So, boah. Das ging schon mal gut. Mal gucken, wie weit wir kommen. Und eine Truhe. Jawohl, endlich habe ich mal eine Truhe bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wozu die gut sind. Hab so ewig nicht mehr gezockt. Kommt nicht auch noch... Müsste nicht eigentlich auch noch mal so eine Wasserrutsche oder so ein schmaler Weg mal irgendwie wieder kommen? Mal schauen.
Nein! Oh, ich bin so blöd. Jetzt hätte ich ganz gut hier erstmal den Runner da nehmen können und dann einfach mal einen Boost einsetzen können. Das wäre schlauer gewesen. Da kann man ja auch nicht alles vorher wissen. Naja. Jetzt bin ich echt mal gespannt, wie weit ich komme. Ich habe echt lange nicht mehr gezockt, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Boah, war das knapp, ey. Junge. Das war aber gerade eine kleine Schrecksekunde. Der ist fast daneben gegangen. Jawohl, nice. Jawohl, guck, das meinte ich hier mit schmalen Weg. Die liebe ich. Die liebe ich. Diese schmalen Wege, die liebe ich. Aber genauso auch die Wasserrutsche. Vielleicht kommt die auch noch mal wieder gleich. Sorry, Leute, ich muss mich gerade echt konzentrieren. Schaffen wir noch die 5 Millionen? Das wäre ja echt nice. Mal wieder. Oh, wieder eine Kiste verpasst. Schade, schade, schade. So. Ich sag gerade einfach mal gar nichts. Yes! Perfekt. Ja, krieg ich noch? Jawohl. Ich kann den Boost kann ich gleich wieder einsetzen. Und perfekt, nice. Oh, gleich zwei Dinger hier nach unten auf einmal. Das ist ja auch mal nice. Boah, jetzt habe ich gar nicht gesehen, dass hier so ein schmaler Weg wieder kommt. Aber ich liebe diese Wege, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Zu Anfang fand ich es richtig schwer, jetzt finde ich sie richtig leicht. Und sogar nachdem ich jetzt lange Zeit mal wieder zocke hier, ich finde die immer noch leicht. Diese schmalen Wege sind, die bringen echt Spaß, muss man dazu mal sagen. So. Oh, da war schon wieder so ein Runner. Ja, hätte man das alles vorher gewusst, was man ja nicht wissen kann, so auf die Schnelle, dann könnte man taktisch immer mehr diese Dinger einsparen, diese Power-Ups, und sie immer zum richtigen Zeitpunkt einsetzen. Geht natürlich nicht immer. Jawohl, Wasserrutsche, perfekt. Die finde ich auch cool, muss ich dazu mal sagen. Und wir rutschen gleich, jetzt, mit Speed, durch die Wasserrutsche, yay. Oh, da war wieder ein Magnet. Das war wieder zu spät. So, ich glaube, wir sind schon bei über 6 Millionen. Wie geil ist das denn? Ich war früher mal richtig happy, als meine Bestzeit bei 13, meine Bestzeit, mein Rekord bei 13 Millionen war. Yes! Yes! Ich habe wieder einen Diamant gefunden. Nice. Und irgendwann habe ich es mal, während ich Beifahrer im Auto war, war das, glaube ich, habe ich es mal dann auf 6, 29 Millionen geschafft. Ohne Save Me, also ohne. Mit einem Gem. Yes, die Droge gekriegt! Ohne. Mit einem Dings. Oh. Ohne ein Save Me einzusetzen. Mit Hilfe eines Diamanten. Das ist echt cool. Muss man dazu mal sagen. Oh, Junge! Scheiße, jetzt habe ich die nicht gekriegt. So, und los geht's. Oh, schon eine etwas längere Wasserrutsche, wie man sieht. Boah, das ist mal richtig geil. Jawohl, noch einer. Nice, endlich. Ja, ich weiß nicht, die sind ja leider alle. Oh, anscheinend verloren gegangen. Ich glaube, jetzt hat der Schutz uns geschützt. So. Alter, schon 7 Millionen. Oh, krass. Dafür, dass ich so lange nicht mehr gezockt habe. Ich bin zufrieden schon mit dem, was ich jetzt schon wieder erreicht habe. Gerade muss ich dazu mal sagen. Ich sag gerade wieder nichts. Und los geht's wieder hier mit unserem Usain Bolt Boost. Ach du Schande, toll. Diesen Usain Bolt habe ich mir mal gekauft für. Oh, da war das knapp. Für echtes Geld. Ich glaube 99 Cent. Damals haben sich alle darüber aufgeregt, dass sie sowas einführen in Temple Run. Aber ich meine ganz ehrlich, die Entwickler dürfen doch auch ihr Geld verdienen. Ich meine, wenn sie das Spiel schon kostenlos anbieten und gar keine Werbung reinknallen. Warum sollen sie dann kein Geld mit ihrer App verdienen dürfen? Also ich meine ganz ehrlich, man muss es ja nicht kaufen. Es ist ja nicht Pay to Win, ganz ehrlich. Ich meine, man muss nicht unbedingt Usain Bolt haben. Der ist wirklich schnell. Ich glaube, ohne ihn hat man ja auch nicht diese Usain Power-Ups. Aber ich meine ganz ehrlich, wie ist das Mecker auch noch vor dem Niveau, finde ich. Jawohl. Boah, 8 Millionen. Jawohl. Ich bin auf jeden Fall zufrieden, muss ich dazu mal sagen.
Die 9 Millionen machen wir noch voll locker. Und. Haben wir sie voll? Jawohl, ich glaube, die 9 Mille haben wir voll. Boah, geil. Krass. Ja, manchmal bin ich ein bisschen ruhiger, man muss sich auch echt konzentrieren hier. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was so euer Temple Run 2 Rekord ist. Würde mich auch mal sehr interessieren. Mal schauen, wie weit wir jetzt kommen. Muss man auch mal ganz vorsichtig sein. Yes, boom. Ich habe den schon mal gekriegt, den Magnet, super. Nächster Run kommt schon gleich. Und los geht's. Boah, wir können sogar noch die 10 Mille schaffen, ey, wie geil ist das denn, bitteschön. Also da freue ich mich ja gerade mega, muss ich dazu mal sagen. Nein! Das war knapp. Warum steht jetzt nicht mein Rekord da? Yes, ich habe 5 Kisten gefunden. Echt jetzt? 1000 Gold? Artefakt. Find all Sky. Pff, interessiert mich doch nicht. So, sind wir raus. 9.871.056. Jawohl, also ich meine, mein Rekord liegt bei 29 Minuten. Ich kann es besser, aber irgendwie manchmal kommen dann so Situationen, wo man sich dann nicht mehr richtig konzentrieren kann. Ja, das war's mit diesem kleinen Temple Run 2 mal wieder angezockt. Ja, ich kann ja mal Lost Jungle nochmal kurz zocken, bevor wir das Video hier beenden. Das kenne ich nämlich noch gar nicht. Einfach mal machen. Ich meine, warum nicht? Play. Laufen wir auch mit Usain Bolt, das ist cool. Diese Map kenne ich überhaupt nicht. Da bin ich auch mal gespannt, wie das gerade so... Ja. Oha, hier sind aber auch echt... so komische Pflanzen, die einen auffressen wollen, oder was? Okay. Wie weit schaffen wir es hier? Wie weit schaffen wir es hier? Würde mich ja mal sehr interessieren. Bin ja mal sehr gespannt. 750 Meter ist schon mal nicht schlecht. So, komm schon, muss auch mal ein paar Coins wiederkommen hier. Boah. Yes! Eine Kiste! Nice, perfekt. Das ist cool. Oha, das geht aber schnell hier. Boah, die Map ist... Ich kenne die echt nicht. Ich habe die noch nie gezockt, diese Map. Ist mal was Neues in Temple Run. Auch sehr cool so mit der Umgebung, finde ich. Ja. Kann man mal machen, ne? Es ist sehr sehr nice. Jawohl, im richtigen Moment den Boost bekommen. Ey, das ist eine coole Map, muss man schon mal dazu sagen. Aber es ist halt gewöhnungsbedürftig, wenn man nur diese Standard-Map von Temple Run 2 gewöhnt ist. Alter, diese ganzen fleischfressenden Pflanzen. Boah, das sah jetzt ein bisschen knapp aus. Was ist hier denn? Ach, guck mal, so ein... So ein kleiner Weg hier durch. Das ist ja auch cool gemacht. Guckt euch das mal an. Nice. Ja, sorry, dass ich hier so wenig zu sagen. Man muss auch einfach mal ein bisschen sich konzentrieren hier. Ist einfach so. Oha, da war ja jetzt hier... Was wollen die denn von uns hier, die Pflanzen? Mal schauen, wie weit wir kommen. Und wieder ein Boost eingesetzt. Nice, perfekt. Bin unter einer Truhe. Oh, toll. Wieder eine Truhe verpasst. Ja. Spannend, spannend. Ich finde die Umgebung aber wirklich cool. Was ist denn das immer, was da so hochkommt? Sind das irgendwie... Ich weiß es nicht. Ach man, jetzt habe ich nicht richtig aufgepasst. Jetzt habe ich schon wieder eine Kiste verpasst. Das passiert, wenn man auch nicht aufpasst. Rennt uns hier der Affe hinterher.
nee, Daphne. So. Ja, ich bin diesem Map noch gar nicht gewöhnt. Ich muss hier erstmal austesten, wie man überhaupt, wie hier an diese ganzen Coins rankommt. Jawohl. Das ist schon mal super. Alter, auch schon wieder 2,5 Millionen. Krass. Damit hätte ich ja gar nicht gerechnet jetzt in dieser Map hier. Ich kenne die noch nicht mal. So. Ja, nice. Mal schauen, wie weit wir hier jetzt kommen. Oha, das war ja wieder knapp. Ja, mal schauen. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Man muss sich einfach... Das ist voll Konzentration hier wieder. So. Oh, toll, jetzt habe ich das Schutzschild nicht bekommen. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Wie weit kommen wir? Wie weit kommen wir? Es ist spannend. Auch mit der Musik hier im Hintergrund. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Warum nicht? Man wird schon wahnsinnig hier. Ja. Ihr müsst euch das unbedingt, ihr müsst auch unbedingt mal Temple Run mal zocken. Und dann schreibt mal gerne in die Kommentare, was so euer Rekord ist, wie weit ihr das so geschafft habt. Ihr müsst bedenken, ich habe natürlich diese ganzen Power-Up-Dinger da schon, ich habe das schon alles abgegradet. Habt sowieso somit, glaube ich, viel mehr Punkte als ihr jetzt mit der gleichen Distanz. Ne? Wenn ihr jetzt so weit lauft wie ich und fangt gerade erst mit dem Spiel an, ohne irgendwelche Upgrades, ich glaube, dann habt ihr noch lange nicht meine 8 Millionen erreicht, die ich eben hatte. Muss man dazu auch fairerweise sagen. Nur weil ihr jetzt vielleicht neu anfangt und euch das auch mal anschaut und auch total weit laufen, dann aber nur wenig Punkte habt, noch lange keine 8 Millionen, obwohl ihr vielleicht genauso weit dann wie ich gelaufen seid, dann heißt das nicht, dass ihr schlecht seid. Das hat einfach damit zu tun, weil ihr noch nicht den Multiplier abgegradet habt, ist das, glaube ich, ne? Den muss man einfach für Coins upgraden, die man ja auch hier immer einsammelt. Ja, so sieht das nämlich aus. So. Jawohl. Boah, schon wieder 5 Mille, ey, wie geil. Das ist cool. Und gleich den nächsten Power-Up hinterher. Cool. Oh nein, schon wieder am Gem vorbei. Das gibt's doch nicht. Also das ist immer was, was ich dann nicht... Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Oh, das ist ärgerlich. Aber wieder 3 Kisten gefunden. Ich gucke mir das einfach im Video nachher an, was ich bekommen habe. Ist gar keinen Bock, das zu lesen. Jawohl. Aber, ach, guck mal. Ich bin Level 10. Okay. Noch eine Kiste bekommen. 5000. Ach, wie geil. Ich bin schon bei 44.000 Coins wieder. Ja, 5.459.544. Das ist doch cool. Ja, dann sag ich mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut. Das war's mit meinem Temple Run 2 Video. Und was haltet ihr von der Idee, öfters mal irgendwelche Spiele, einfach mal so, was nicht, wöchentlich, monatlich irgendwas mal zu zocken, dass man so wöchentlich, monatlich irgendwas einfach mal anzockt. Könnt ihr mal gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Video und euch die Idee, ja, gefällt. Würde ich mich riesig drüber freuen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst gerne einen Kommentar da. Auch wie so euer... ja, Rekord bei Temple Run 2. Und ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut, habt noch einen schönen Tag und ciao!